Ich bin Cedric Willier, Lehrer Konstrukteur EFZ im dritten Lehrjahr bei Bistronic. In diesem Beruf braucht man viel Geduld und man muss auch sehr genau arbeiten können, weil wenn man irgendwo einen kleinen Fehler macht, stimmt es nicht bei den Maschinen. Wenn ich einen Auftrag bekomme, suche ich mir die Informationen, dann gehe ich ins CAD, schaue die ganze Sache an und dann mache ich die Änderungen an Teil oder auch eine neue Konstruktion. Mir gefällt vor allem, wie ich etwas am CAD konstruieren und zeichnen und eine Zeichnung davon ableiten. Und dann schlussendlich, wenn ich sie in der Hand habe, ist es immer ein sehr gutes Gefühl. Um die Lehre als Konstrukteur zu machen, sollte man ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, gut können logisch denken und gerne technisch zeichnen. In der Schule muss man gerne Geometrie haben und man braucht auch Grundkenntnisse vom Englisch. Am Anfang der Lehre hat man zeichnerische und theoretische Grundlagen, die man die ersten zwei Jahre macht. Im zweiten Lehrjahr hat man dann eine Teilprüfung und im dritten, vierten Lehrjahr geht man dann in die Schwerpunktausbildung, wo man in Richtung Wasserstrahl, Maschinen- und Laserentwicklung arbeiten kann. Nach der Lehre kann man Berufsmatur machen oder dann höhere Fachschule, Fachhochschule in verschiedene technische Richtungen. Wenn du dich für Technik faszinierst und gerne im Team arbeitest, dann melde dich doch jetzt für eine Lehrstelle bei Bistronic.